Stammst du mir denn hier durch die Hütte? Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Bretrax Valhalla Adventures. Und was für ein hast du? Nur rein Interesse halber, du bist noch ein 20er von gestern. Ich habe gerade einen Drachen kurz gesehen. Ich glaube, ich habe da gerade einen Drachen kurz aufgelassen in der Luft. Weil hier und da haben Ladrucker auch mal ihre Vorteile. Wieso fliegt jetzt hier? Oh mein Gott. Come on, ich habe extra das Spiel schon ein bisschen laufen lassen, damit es nicht so stark hier heute ruckelt. Und was ist das? Ruckelt mir hier alles voll. Jetzt. Ich sehe zwei Bossbalken. Okay, wenn ich weiter in die Richtung laufe. Immer noch. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe gestern nach der Aufnahme ein paar Meter weiter im Strand runter, habe ich ein High-Level-Viech gesehen, 150er Parasaurus, und das wäre ideal für uns, damit wir da heute in das Gebiet reingehen können, um nach Kristall zu suchen, denn Tubo ist nicht das, was wir gerne hätten, und Latrine ist gut zum Bären sammeln, dann war es dann aber schon, du bist trotzdem noch ein bisschen langsam, und wir haben tatsächlich noch ein Parasaurus Sattel über von einem Versuch, als wir Turbo gezähmt haben. Da habe ich einen ausgenockt, aber der ist wach geworden. Theoretisch. Parasaurus braucht weiße Kibbel, also die niedrigste Stufe und sowas. Und wir haben ein paar Eierchen hier. Wir haben ein Parasaurus-Ei und ein Dodo-Egg. Jetzt weiß ich nur nicht, ob da irgendwelche Vegetables oder sowas bei mussten. Karotten oder so. Wenn du nur Bären dafür brauchtest, müssten wir das eigentlich hinkriegen, das zusammenzurödeln. Einigermaßen. Wir können uns noch kein Glas machen. Das heißt, unsere tolle Küche hier kann ich nicht so benutzen wie sonst immer. Ich brauche definitiv einmal das Ding hier. Und ich brauche einen Cooking Pot und einen Wasserschlauch brauche ich dann. Normalerweise würde ich dann Jar reinpacken, dann hätte er dann dauerhaft für ewig und immer und überhaupt ohne Unterbrechung Benutzbarkeit und würde sich nicht verbrauchen. Wenn ich da einen Wasserschlauch reinpacke, so ein Lederding, funktioniert das auch, kann ich damit rumkochen, aber das verdunstet im Laufe der Zeit. So, das brauche ich. Jetzt sehe ich dann auch Kibbelchen, Crafted Food. Du brauchst nur Beeren, die ich habe. Ja, wir brauchen nur eine Water Source. Müsste unter Misk sein, oder? Die Wasserschläuchlein. Da können wir nicht. Da. Water Skin. Immer einen davon. So, du da rein. Du bist gefüllt. Sehr, sehr nice. Und dann müsste ich eigentlich zwei herstellen können, mindestens. Wir haben noch ein paar Carbonemus-Eier. Unser Turbo sorgt dafür, dass die mitunter droppen. Allerdings sind die für höherwertigere Kibbel. Die kann ich hier nicht abwärtskompatibel beim Kochen verwenden. Ich hause trotzdem mal in den Pot hier rein. So, so. Mal gucken. Ja, du zeigst mir insgesamt nur zwei Eier dann vorhanden hat. Ja, aber die zwei Kibbles, die sollten das Ziehen wesentlich schneller machen und dann solltest du nicht wach werden. So, der Wasserschlauch verbraucht jetzt hier nicht regulär beim Kochen, wie das in der normalen Kochstelle ist, aber der verdunstet halt im Laufe der Zeit. So sind die Wasserschläuche halt. So, dann nehmen wir uns noch ein paar Metus mit, legen einen Trank Arrow auf unsere Armbrust. Und dann sind wir eigentlich good to go. Wenn der gute Parasaurus überhaupt noch da ist. Ja, so 75 plus 2 Kibbel sollten sowas von reichen. Gib mir auch noch ein paar davon mit. So viel brauche ich dann auch wieder nicht. Hier rennt auch ein Klauvogel rum. Ich hatte mir ja alles zerstört hier. So. Trank Arrows auf die Armbrust. Armbrust geht sich durch. So weit zu Juten. Das war wirklich nicht weit. Das war hier dann ins Wasser runter. Da quasi da auf die Spitze da. Einmal über ein Steinchen gehopst, rannten 150er Parasaurus rum. Und die sind definitiv besser zum Traveling, also zum Rumreisen, als unser, was wir bis jetzt haben, als Latrine und Turbo. Ich sehe nichts, was ich begehr. Seit wann flüchtet ihr, wenn ich einen von euch haue? Huh? Die Kompis haben neue Tricks drauf. Ich bin gerade hier maximal verwirrt. Was ist das denn für eine neue Taktik? Kommt einen ran? Normalerweise kommen die an einen ran und nibbeln an einen rum irgendwann. Und dann lassen die eigentlich nicht mehr von einem ab. Wieso haben die jetzt einfach mittendrin umgedreht und sind flüchten gegangen? Da bist du ja wieder.
Nicht so einschüchternd. Und hier. Okay. Und die kleinen Drecksviecher haben jetzt natürlich wieder High Level. Oder verhältnismäßig High Level. Die sind über Level 20 und so. Ah, wir Zeit einfach ein Spygas kriegen. So, ein Fuckemuck. Ich konnte übrigens noch da, nach unserer letzten Tour noch ein bisschen Chitin-Keratin umwandeln zu mehr Trank, zu mehr Cementing Paste. Und jetzt haben wir so eine tolle Grappling Hook, mit dem wir uns auf Sachen draufziehen können. Das macht das, ja, unsere taktischen Möglichkeiten werden damit um einiges erweitert. Was ich mag. Ja. Boah, wo ist der blöde Parasaurus hingewandert? Das ärgert mich jetzt sowas von dermaßen. Jetzt ist das Viechchen nirgendwo zu sehen, ne? Und da, wo ich anlegen will... Ja, das ist ein Piteranodon zwar. Aber ich habe da gerade eine flossende Spitze aus dem Wasser rausragen sehen. Ist das ein Megadie gewesen oder ist das ein Delfin gewesen? I don't know. Ja, ich bin da. Wir haben gewonnen. Ah, das ist eine Schildkröte. Alright. Piteranodons müssen wir uns jetzt gerade eben in der Sekunde noch keine Gedanken drüber machen. Aber irgendwann bestimmt. Denn wir haben natürlich wieder gut aufgelevelt seit der letzten Folge. Oder was heißt gut? Wir sind ein paar Level aufgestiegen. Wir sind Level 33. 38 ist Piteranodon Sattel. Das heißt, es sind noch 5 Level, wenn wir die heute hier noch machen könnten bei unserer Tour. Ab da können wir gut an Ressourcen ran. Oder? Du hast mich verfehlt, glaube ich. I hope so. Boah, ist das heute hier super Käse. Ist da wieder, irgendwas ist da im Hintergrund wieder am rumirgeln, sich am updaten oder so. Da zieht das System immer so scheiße runter. Und ich mach schon mal alles vorher zu, bevor ich die Aufnahme starte. Kann da auch daran liegen, dass wir zum ersten Mal hier in der Ecke rumrennen. Das kann natürlich auch sein, dass du das Gebiet generell erstmal hier reinlädst. Und so ist hier ein Klauvogel ganz oben auf dem Berg. Und noch einer. Das waren deine Narcotics, die blöden Viecher. Ich hasse die Dinger. Ich hätte die Chance nutzen sollen und hätte die auf die Blacklist packen sollen, die überhaupt nicht auf die Karte spawnen, die blöden Viecher. Noch mal extra zu erwähnen, das wäre jetzt so schön gewesen, hier mit dem Parasaurus hier rumzurennen. Wir hätten vom Rücken ballern können. Oh Gott, wir hätten vom Rücken ballern können. Wir hätten damit wegrennen können. Hör auf rumzulegen. Haha, Loser, hier kommst du nicht mehr an mich ran. Oh, bin ich froh, dass wir die Grappling-Hook haben. Und die Laderung, die machen hat ja ein wenig tricky. Ach nee, da ist Nummer 2. Ah ja, komm, Geronimo Nummer 2. See you down in the underground. Ich dachte gerade, hier wäre ein schwebender Stein, als hat mein blödes Chibi. Okay. Giga oder Garchadontosaurus gedodged. Balkanus von dem Berg hier runter gezogen. Also, was willst du mehr? Wenn das nicht Pro-Gamer-Moves sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Und dann alles zu Fuß. Wie das schon kommt, mit Folge 83 sind wir immer noch zu Fuß unterwegs, weil wir noch nichts Gescheites haben. Ah, herrlich. Wenigstens können wir viel aus der Vulkaninsel sehen. Sehr nice. Da rennen auch die Nuss drauf rum. Man hätte es ja nicht geglaubt, war. Und da ist ein Sumpfgebiet. Wir gucken gerade hier mitten auf dem Sumpfgebiet. Aber wenn ich schon Spyglass hätte, könnte ich weiter reinzoomen. Und ich glaube, der Baum hier. Oder so ein Baum, wo ich hier, wie gesagt, nee, das ist kein Redwood-Baum. Wir sind Redwood-Bäumchen, sind hier mitunter in den ganzen Baumkladderadatsch mit drin. Du hast doch bestimmt ein schönes Levelchen für dich, wa? Du siehst schön aus. Du bist techy. Wenn du ein gutes Level hast, dann gehörst du uns. 18?
Ich dachte, ein gutes Level rennt der mit 18 hier rum. Ah, ich dachte, wir kriegen wieder einen neuen Winspector. Wie wir das in einer unserer anderen Arc-Serien gehabt haben. Da haben wir einen Tech-Parasaurus gehabt, den haben wir Winspector genannt. Weil macht ja Sinn. Winspector war eine sehr interessante Serie. Kurze Serie, aber eine interessante Serie. Fernsehserie. Damals. Im Anfang der 90er, Ende der 80er oder so. Kompi. Die Kompis bleiben und kämpfen, so wie sich dafür Kompis gehört. Ich weiß nicht, was bei uns auf der Insel los war, wieso die da Fluchtmodus integriert hatten. Die haben wahrscheinlich ihr eigenes Survival-Spielchen gespielt. Okay, ja. Ich würde mal sagen, auf der Bergspitze hier sind wir Butter mit Kristallrandschaffungsunterfangen immer noch nicht näher gekommen. Hier ist nichts drauf an Kristallen. Noch ein Kanu. Bleib da unten. Ich geh schon mal vor, kommst dann danach, ja? Oh, die Grappling Hook, die ist so, die ist, oh. Mein Gott, wie oft hat die mir schon den Arsch gerettet? Und wesentlich günstiger als tausende Grapples herzustellen. Für eine normalen Armbrust. Stück gefällt mir hier. Ich weiß nicht, wie schön der Sumpf ist. Das ist eventuell eine Sumpfhöhle da in der Richtung. Könnte so aussehen, als wenn da ein Grotteneingang ist. Mir schwebt gerade im Kopf vor, eventuell können wir in den Sumpf ziehen. Na, ich weiß es nicht. Eins nach dem anderen, aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für eine dauerhafte Basis. Je näher ich dem Steinsklöster da komme, umso wahrscheinlicher ist mir, da tatsächlich eine Grotte oder sowas ist. Und könnten potenziell Kristalle drin haben. Zumindest auf den Basismaps ist das oftmals so. Auf der Island hole ich mir da prinzipiell am Anfang so immer ein Spyglass, den ich einen der Caves reingehe. Ich weiß gar nicht, ob es hier Artefakt-Caves gibt. Ich weiß gar nicht, ob es hier Artefakte gibt. Ich weiß, als ich mir die Map zum ersten Mal angeguckt habe, da rannte dann auch ein Gorilla-Boss an einer bestimmten Stelle frei durch die Gegend. Wo bin ich denn jetzt gegengeklatscht? Eigentlich nirgendwo. Da ist ein Alpha-Glow. Ohne ein Alpha in der Nähe zu haben. Lass mich mal kurz hier was mümmeln, um dagegen zu heilen. Vielleicht renderst du sofort rein, wenn ich näher komme. Blöde Pegomastax ist doch noch rangekommen. Wofür habe ich mir dann Fallschaden einkassiert? Du siehst doch Tech Strider Super Kaiju aus. Du könntest ein Shiny Enrage sein. Shinies geben auch Bosse mit rein. Und du hast einen roten Bossbalken mit da drin, glaube ich. Das ist schwer zu erkennen gegen deinen ganz normalen Glow. Du bist ja wahrscheinlich aggressiv, wa? Erstmal haben wir mit Titanbohren hier zu kämpfen. Gib mir mal reguläre Arrows auf die Armbrust, bitte. Könnte ich da was treffen? Wenn ich da zu weit weg war. Und ich frage, ich will mal kurz gucken, ob da was unter den Steinen runter ist, eine Höhle. Aber musst du jetzt da unbedingt direkt davor hängen? Ich vertraue dir nicht. Du siehst momentan friedlich aus, aber ich traue dir echt nicht, dass du friedlich bleibst.
Aha, siehste, Titanbohr Level 5 down. Nice, er kommt denn gerade Linie auf mich zu? Das hat nicht getroffen. Das hat getroffen. Du bist auch nur Level 5. Mann, das ist ja das niedrigste Level, was man so haben kann. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr das erreicht habt. Dann wieder auf die Grappling Hook wechseln. Du bist harmlos, das weiß ich schon. Aber du machst mir da echt Sorgen. Ist da noch ein roter Bossbalken mit drin oder ist das nur der Alpha Glow? Mann, hast du schlechte Augen, ja. Nur mal. Boah, musst du jetzt hier rumstampfen? Ich wollte gerade sagen, lass mich mal mit K-Modus mal ein wenig umgucken. Ich glaube, da könnte tatsächlich eine Höhle sein. Einmal ankoppeln hier. Hier ist gerade nur Felswand, aber wir sind auch noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich noch mal ein Stückchen weiter da. Echt, jetzt muss das Rumgerumpel hier sein. Dieser Fettsack, du. Mal einkoppeln. Ankoppeln habe ich gesagt. Wieso hast du den wieder gelöst automatisch? Und ey, was ist das hier für eine komische Nummer? Wieso hält die Grappling Hook hier nicht? Wieso löst sie sich selber? Mach keinen Scheiß. Da ist was. Okay, jetzt darfst du lösen. Geil, ich stehe hier direkt auf irgendwas. Der tolle Wolle, toll gelöst. Enrich Tech Gigamoss. Wusste doch, dass du ein Shiny bist. Okay, an das Zeug kommen wir nicht mehr ran. Hier gebe tatsächlich schön, wo ich mich nicht rangrappeln kann. Aberration Style. Warte, ich kann selbst. Normalerweise kann ich selbst die Lethal Reusable Tech Claw, die ich da gerade benutzt habe, Tech Grapple in Aberration benutzen. Wieso durfte ich die jetzt nicht benutzen? Und wieso ist mein Kanu mal wieder nicht als Neuspawn? So, das sieht doch hier nach einem guten Anlegeplatz aus. Sag ich mal so, ich weiß es ja noch gar nicht. Schildkröten. Alright, dann gehe ich jetzt hier über die Bergflanke. Ich habe so das Gefühl, dass das hier ganz gut klappen könnte. Vielleicht trübt mich mein Gefühl auch. Das hört sich nicht gut an. Oh, Fiomia. Wenn der Fiomia hier friedlich rumrennen kann, kann ich das auch. Richtig laut. Oh Gott. Fiomia rennt ja nicht friedlich rum. Oh mein Gott, hier ist alles von so komischen Gorilla-Typen. Oh je. Da kommt dickes Laufgestampfe aus der Richtung. Aber die Armee war da oben links auf dem Hügel. Ich brauche so dringend ein Spyglas. Ich fühle mich so nackelig ohne. Okay, au. Ist ein Small Titan. Ging das Schweig. Du solltest das wahrscheinlich fertig machen. Nee, du bist down. Du bist down gegangen. Oh, vielleicht hat der Beute. Ich meine, das ist, glaube ich, nur ein beschworenes Minion, aber vielleicht hat er irgendeine Art von Beute? Maybe? Drag Body. Würde es halt um jeden so was geben, aber du warst nicht der Einzige, der da oben auf dem Hügel war, ne?
Ja, da sehe ich noch ein paar. Boah, bin ich angespannt. Jungle, Blackheart, Godwing. Hauptverursacher des ganzen Troubles hier gesehen. Aber hier ist noch mehr los. Hier ist noch mehr, Geblitze und Gebratzel. Und das ist genau da, wo mein Zeugs rumliegt, wa? Ich bin hier rumgerannt, wo der gerade rumgegrölt hat. Und mich zerlegt hat. Der grüne, eine grüne Bossbalken ist ziemlich nah hier dran. Da hört sich nach einem Gojira an. Okay, wo sind meine Klamotten? Oh. Ah! Das war aber bestimmt eine Warnung. Okay. Oh. No, 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 no. Eine ganze Armee von denen. Oh mein Gott. Oh, die Laderuckler waren da fast unmöglich, um sich überhaupt hier irgendwie drum zu bewegen. Das ist sehr bescheiden. Das ist einer der Drachengötter, wofür wir einen Schrein aufgestellt haben. Ich glaube, die Variante, obwohl die bösartig sein können, ist friedlich. Zu uns, wenn wir da nichts tun. Ich muss mich trotzdem orientieren. Da ist auf jeden Fall der Vulkan, aber das heißt nichts. Die konnte man vom Weitem aus sehen. Wo ist der Sumpf? Die Richtung? Da ist die Schwebeinsel. Warte mal, jetzt wäre ich ja ganz an der falschen Ecke. Die Sachen auf dem Berg, die könnte ich mitunter verzichten, wo diese Small Titans rumgehangen haben. Das ist jetzt nicht so wild. Meinen Hauptbeutel will ich haben, der im Sumpf war. Drachengöttin, bist du aggressiv? Ich denke ja. Nee, doch, du frierst mich ein. Oh ja. Topa machst du auch. Kryogottes, die ist bombig. Ich freue mich schon darauf, wenn wir die wieder haben. Ich bleibt mal ein bisschen hier auf dem Bergkamm, der sofort direkt hier endet. Hier rennen eine Menge Biber rum, du. Okay, ein paar Biberdämmchen wären auch ganz nice. Ein Castarolus an sich ist ja schon ganz cool. Der bringt nur nichts, wenn er nicht irgendwo Dämme hat. Ja, ich hab nichts. Kannst mir das Kostüm könnt ihr klauen. Orientieren. Keine Ahnung, wo wir sind. So, machen wir nochmal ein Omni-Tool. Dafür braucht man nur einmal Thatch. Ich packe ich mal auf die zweite Slot, brauche ich momentan nicht.
Und ich bereite dich schon mal vor auf Advanced. So, wenn ich in der Nähe von meinem Bäulchen bin, kann ich die Advanced Feature von dem Omni-Tool benutzen, um alles aus dem zu mir hinzuziehen, aus dem Beutelchen. Hier ist ein Biber-Damm, mitten auf dem Gelände hier. Faszinierend, wir haben Flüsse, die kein Wasser führen, und wir haben Biber-Dämme, wo kein Wasser ist. Ich bin fasziniert. guckst du direkt zu mir? Oh mein Gott, du spawnst auch tausende Sachen da in die Welt. Deshalb ist das hier mitunter so laggy. Wo ist der Sumpf? Ich glaube, du kannst. Der Viech an sich ist so bossmäßig und kann an sich nicht von der Stelle kommen, aber die Tentakel von dem können wandern. Du hast da gerade was hingeschossen. Du hast da gerade was hingeschossen, wo ich mehr oder weniger fast gestanden habe. Ich sollte also nicht weiter an dich ran. Eine Menge gelbe Namen sind da jetzt. Jesus. Kein Wunder, dass ich hier so Probleme habe mit den Frames und so. Du spawnst zu viele Minions rein. Ist das Wasser? Das ist Wasser. Was ist denn das für ein Viech? Wieso? Da hinten. Nevermind. Ich glaube, weiter. Eieiei. Ja, die Tentakel von dem Viech wandeln tatsächlich. Gott, bist du hässlich. Und dann wieder für Geräusche. Das ist noch eine Schildkröte. Glättschildkröte. Schildkröte an sich ist nicht besonders, aber das ist eine Glättschildkröte. Damit. Die Bergkuppe, wo ich drüber rennen wollte, hat ein Kanu da oben drauf gehabt. Die kämpfen da auch ein wenig rum. Ich muss da trotzdem drüber. Ich vermute mich dahinter den Sumpf. Wie gesagt, der Sumpf harmloser wird. Wo bin ich? Ja, da ist tatsächlich der Sumpf. Das sehe ich eine Baumart. Gut, einen Teil des Weges haben wir dann ja mit schon erfüllt. Oh Gott. Habe ich irgendwie Leder oder so in der Tasche? Nee, war. Ich habe ein Thatch in der Tasche. Ein Sleeping Bag hier irgendwo absetzen zu können, wäre echt dolle jetzt. Da rennt was Fleischfressendes rum. Ich bestehe aus Fleisch. Die Kombination gefällt mir nicht. Wir laufen Richtung Sumpf. Kaproschusse, Sarkusse und hast du nicht gesehen, sind da auch mal ganz gerne zu Hause. Das ist ein dicker fetter Rex. Das sind ganze. Ach Gott, hier sind eine ganze Menge Rexe hier. Hier die drei Stück sehe ich hier. Och nö. Ich glaube, meine Ausrüstung kann ich mir abschminken. Oh Gott, das ist ein mega fettes Mammut hier. Das ist ein Kaiju-Mammut, Super-Mammut-Ding, ja. Okay, du bist doch bestimmt ein Harmloser, oder? Magst du mich beschützen? Kann ich dich anheuern als Bodyguard? Ein Super-Mami?
Jetzt muss ich nur noch die Bergflanke wiederfinden, wo wir unseren Hauptloot verloren haben. So grob in der Ecke sein. Da rennt noch so ein Megamammut rum. Oh, hier rennt eine ganze Batzen von denen rennt hier rum. Holy shit. Ich glaube, einer der Mammuts oder so hat da gerade den Diplocaulus getötet, denn wir sind hier genau im Gebiet, wo ein Diplocaulus spawnen würde. Macht Sinn, dass das einer umgenutzt hat jetzt hier im Sumpf. Ich glaube, bei dem grünen Balken müsste, oder? Ha. Oh, ich hab einen Rex im Rücken. Theoretisch, wenn ich da auf die Felswand drauf komme und dann nach links rumwandere, müsste am Tal entlang, müsste ich irgendwie über die Stelle kommen, wo der Enraged uns umgenutzt hat. Nur die Frage, ob wir da ankommen. Und ich denke mal, wenn wir oben auf der Bergspitze entlang laufen, sind wir sicherer als hier unten. Mit den ganzen Schlangen und Co. Da ist noch ein Rex. Noch zwei Rexe. Wow. Also der Sumpf ist auf einer ganz anderen Art voll krass, als man regulär Sumpf gewohnt ist. Anstatt dass wir hier überall Raposchusse und Sargusse haben, die einen ganz Leder wollen. Hier wimmelt's vor Rexen und Megamammuts. Mal öfters mal was Neues. Und irgendein ganz böser super Tech-Schreider, der uns ans Leder will. Generell gefällt mir der Sumpf aber, so vom Grunddesign her, ist nicht so wie die meisten Sümpfe. Das sieht. Ja, sonst hat man überall Mangrovenbäumchen auf den meisten Karten. Ja, die Bäumchen hier gefallen mir besser, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Speck, aber ich gehe trotzdem da oben hoch, würde ich sagen. Also mögen wir das. Schön schwer, wa? Ei. Ach shit, da zieht sich ja noch mal ein Stück. Ich glaube, da wo der Tech-Stego ist, das könnte besser für uns laufen. Ja, ich glaube, da wo ich jetzt drauf gucke, in die Richtung, da müsste ungefähr unser Beutel liegen. Denke ich mir. Ich bin mir nicht so sicher. Kommt von einem ganz anderen Winkel, als ich das eigentlich vorhatte. Da ist das ein Rage-Viech. Right. Davon ausgehend, dass du nicht mega viel rumgewandert bist. Boah. Wir sind aber auch in der Nähe von diesen Super-Gorillas. Wir müssten da echt nicht weit weg gewesen von sein, hier von der Ecke hier. Deshalb ist das hier wieder super, super, super Frame-Droppy. Ich könnte eventuell in Pull-Reichweite sein. Ne, all structures? Ne, 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 ne. Das ist doch kein. Oh, ich höre einen Rex. Das ist doch kein Beutel angezeigt worden in der Fernbedienung. Da ist direkt ein Rex! Ja, wandern in die Richtung. Oh Gott, ich muss an dem Rex vorbei. Zwischen Rex und den Enrage. Na geil. Das kann ja alter werden. Hast du mich gesehen? Du hast mich gesehen, oder? Du hast mich gesehen. Och nö, ich habe mein Ziel fast erreicht und jetzt leckt das dann wieder hier rum. Mann, hier muss irgendwo muss mein Beutel sein. Ja, ich hab's mir fast gedacht, hat das nicht hinhaut. Oh mein Gott.
So, das haben wir alles soweit wieder neu. So, davon eine Piece. Jück, Bonks. Fast. Und wo wir gerade dabei sind, machen wir das Ding nochmal neu. So, brauche ich momentan eine Sichel? Ich brauche gerade aktuell keine Sichel. Bola bräuchte ich, glaube ich, nochmal. Jo, Bola, 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 da. So, ich glaube nicht, dass wir irgendwas hier besonders weit upgraden können hier wieder momentan. Müssen wir im Laufe der Zeit gucken. Ich muss definitiv sofort wieder ein paar Trank Arrows herstellen. Ist da noch Fertigmetall drin? Nee, du brauchst wieder Holz, brauchst du wieder. Warte mal, kann ich doch pullen? Wood, wie viel habe ich? Mach mal, gib mir mal 500. So, pull und mach an hier, damit du da weiter brutzeln kannst. Du gib mir mal die Hälfte an Kruse-Mittel, so, da 2,90, das sollte erstmal reichen an Trank Arrows. So, und dann gucken, ob wir die Armbrust direkt upgraden können. Das ist das Wichtigste. Wenn wir die Armbrust abgegradet haben, können wir gut was kaputt schießen und gut was ausnocken. Das ist also ziemlich wichtig, dass wir dich wieder hochbekommen. Okay, da fehlt uns Metall. Naja, immerhin. Bist du nicht ganz Ascendant geworden, aber trotzdem ziemlich gut. Wie viel Damage macht unser 1% prozentual? 397,1. Gut. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Wir sind Level 34. Vier Levelchen fehlen uns noch. Für Veteranen und Themen. Hat gerade eine gute Idee anzufangen, hier wegzuballern. Welches Level hast du? 20. Lass dich mal Latrine benutzen und dann tech-mäßig hier anfangen, Trikes aus dem Weg zu natzen. Zum Level. Ist das nicht schön in der ganzen Nebelsuppe hier? Upp, die da, die Armbrust bitte. Ah, dann ist okay. Ich habe mich schnell platt. Ich habe mich schnell platt. Siehst du? Dein Kameraden irgendwie sauber geworden? Sieht nicht so aus. Ja, immer, Turbo, bis du mir zu Hilfe geheilt bist, wa? Also, immer, bis dahin ist der Server schon. Ja, ist kein Server. Bis dahin ist die Spielwelt schon dreimal zerfallen. Nee, ich wollte dich rumtragen hier. Mir ja, das Zeug hier. Gut, die andere Flussseite ist böse. Nur mal so, Mann, um das nochmal festzuhalten. Die ist böse. Guido, verzieh dich hier. Wow, ich mache 61 Schaden. Wow. Nee, also ich mache mehr Schaden. Latrine macht so wenig Schaden. Da habe ich auf der anderen Flussseite natürlich noch ein Floß rumstehen und ein Kanu irgendwo noch rumstehen, wa? Ja. Da ist noch ein Trike. Keine Ahnung, was du für ein Level hast, aber du bist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Level 20. Wie kann es sein, dass der Dilo hier mit 75 rumrennt und die ganzen Nutztierchen hier mit 20 nur rumrennt? Doch bescheuert. Ja, ja, da Backswing, da wir unsere Klamotten, da wir wieder auf Vordermann gekommen, zumindest auf den Stand, wo wir waren, wird noch ein bisschen dauern und ein bisschen hochleveln. Ich denke, ich werde versuchen, immer Narkosemittel herstellen, aufleveln. Und ja, ich gehe jetzt noch mal der Parasaurus da mit euch checken, worauf ich hinaus will. Das mache ich, glaube ich, bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir hier für heute mehr oder weniger dicht. Da ist ja jetzt ordentlich was drin, ne? Am Bildmaterial. Ob wir da Lustiges erlebt haben. Also, wenn ich. Da ist böse. Das Böse ist da.
So, stehen bleiben. Welches Level hast du? Wenn du jetzt der 150er bist, wa? Du bist der 15er. Okay. Du warst der 15er. Gut. Wie gesagt, meiner einer seiner guckt jetzt, das wäre hier doch ein bisschen doch, dass ich noch ein bisschen nachlevele. Und in der nächsten Folge gehen wir dahin, gemeinsam Peteranodon zähmen. Hoffentlich mit einigermaßen guten Level, so mindestens, mindestens Level 50. Absoluter Tiefpunkt, weil ich mindestens haben will, oder geringster Punkt, wo ich mit zufrieden bin. Und ja, die zähmen wir in der nächsten Folge. Und danach flattern wir zu der Schwebeinsel und holen uns Kristall. Es wird so weit von Zeit. Ich kann ohne nicht arbeiten. Ich weiß ja gar nicht, was wir da zu tun haben. Gut. Ja, ihr wisst, was Sache ist. Tut mir leid, dass wir nicht zu mehr gekommen sind. Obwohl, ich denke mal, das ist auch eine gute Unterhaltung, wie oft die Nase ja die ins Gras beißen musste. Ja, mit anderen Worten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt den Gas, habt da Spaß und auf wieder. Da muss ich eigentlich auch hier K-Modus, hier so und dann so und dann und auf Wiederwinkelschüss hier, in tollen Tarzan, super Look mit dem Wolfsmaske.